Axalp commencera sa démonstration directement. Manœuvre serrée avec une accélération maximale de 8G. Aber so, dass die Manöver, die etwas weiter weg sind, gibt der Vollgas, hebt die Nase und steigt möglichst schnell auf seine ihm befohlene Höhe. Swiss Hornet Display Team hat auf seinem Badge No AOA Limits aufgedruckt. No Angle of Attack Limits. Man könnte noch viel langsamer fliegen, die Nase wäre noch viel weiter, aber wir bewegen uns hier in einem Bereich, in dem Vergleichen mit einem Flugzeug eines Cessna 155. Ein
das Gegenteil ist bei der F18 oder bei anderen Kampfflugzeugen der Fall. Das Flugzeug muss möglichst agil sein, möglichst wendig und auch die ausgefallenen richtig an die Steuerfläche übermittelt werden, sodass der Pilot, der Flugzeug